Hi, mein Name ist Simon und willkommen bei Dorfsgebrücks. Willkommen bei Teil 5 meines Mock-Mod-Umbaus der Lego 10264 Eckgarage. Wir sind im Endspurt sozusagen, wir sind beim Dach. Schon was abgerupft, das Dach. Ich habe es euch in meinem Review gezeigt, verlinke ich mal hier. Relativ simpel, natürlich ein sehr, sehr einfacher Aufbau sind. Diesmal auch wirklich nur zwei Tüten, weil ich habe nur noch zwei kleine und eine große Bauabschnitt 6 sozusagen. Was soll ich jetzt groß machen? Natürlich wird die Grundfläche gespiegelt. Diese, wie ich es bei den anderen Teilen auch gemacht habe, es gibt den Dachaufgang irgendwo, der ja hier ist. Da kommen dann zwei Liegestühle hin, die Schirme und ansonsten nicht mehr viel. Da das insgesamt ein bisschen wenig ist, werde ich in dem Teil noch was machen, was ich im Teil 3 vergessen habe. Und zwar gab es mal in dem Lego-Heft das hier. Ich halte es mal in die Kamera. Das ist so ein Baby-Dino-Brütstation. Die war bei mir in so einem Karton drin, wo ich meine Polybags sammle. Daher habe ich die vergessen. Die werde ich jetzt noch nachträglich in den Bauabschnitt 3, also ins erste Obergeschoss, die Tierarztpraxis mit einbauen. Ich muss mal gucken, wo ich die genau hin tue. Das filme ich auch noch, dass einfach dieses Video auch ein bisschen mehr Material bekommt, weil das ist, ja, da gibt's, das ist die Grundplatten legen und das sind die Deko dran. Das ist ja schnell vorbei. Das habe ich sowieso vergessen, das mache ich hier gleich noch mit. Und dann im nächsten Teil, also dann eigentlich Teil 6, wobei es keinen sechsten Teil dann geben wird, zeige ich euch dann nochmal so ein abschließendes Review von meinem Mock. Jetzt kann ich aber nur sagen, ich wünsche euch mal viel Spaß mit dem Video. Ich fange jetzt mal an mit dem Dach, halte euch wie jedes Mal auf dem Laufenden und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich habe die Grundfläche von dem Dach jetzt schon gespiegelt gebaut. Ich muss jetzt noch hier das Eck hier ausfüllen, wie bei allen anderen Etagen auch. Dann geht es hier ja weiter mit dem Bau. Dafür nehme ich ja das hier auseinander. Besonderheit wird natürlich sein, dass ich diese Balkonaussparung, die dann irgendwo hier sein wird, aussparen muss, wie der Name ja schon sagt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich nehme jetzt mal das andere auseinander und zeige euch dann mal, wie es dann so geworden ist. Kleines Update vom Eck. Also ich arbeite jetzt momentan schon auf dem Stockwerk, weil ich das mit dieser Kurve so schwer hinbekomme. Also das geht schon. Da fehlen noch Platten drunter, weil ich gerade noch am Legen bin. Aber mit so einer Dreiviertelplatte, die habe ich aus meiner Sammlung, die ist leider nicht mit dabei. Also sind sehr viele mit dabei, aber es ist keine weitere mit dabei. Kriegt man das eigentlich schon ganz gut gelöst. Jetzt muss ich da nur drum herum bauen. Hier habe ich mich für so eine scharfe Kante entschieden. Hier will ich das Ganze ein bisschen abmildern. So sieht das Ganze mal aus. Ich unterbaue das jetzt mal und überbaue das dann auch voll. Und dann zeige ich euch mal das fertige Ergebnis. Ich habe das Dach, oder die Dachfläche besser gesagt, jetzt drauf. Das hier hinten in dem Eck war ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Da musste ich hier ein bisschen auskorrigieren. Sieht jetzt so aus. Also hier habe ich den Vorsprung. Hier kann ich keine Jumperblades mehr reinbauen. Also das hier liegt jetzt eigentlich nur auf, weil ich hier so einen kleinen Versatz habe. Ich hoffe, man kann es sehen. Also die... Nappen da, das ist leicht versetzt. Ich kriege das aber auch nicht anders hin. Das sitzt hier hinten auf den letzten Noppen. Hier dann wird es natürlich auch noch gehalten, weil das hier ja so ein bisschen hoch geht. Aber so sieht jetzt mal meine Dachfläche aus. Ich bebaue die jetzt mal. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Fassade oben wirkt, mit den Elementen. Ich wollte euch nochmal ein Update geben. Ich habe jetzt schon mit den Fassadenelementen begonnen. Das sind die fertig gebauten, wo es schon aus dem Set kam. Das ist auch... Also dieser Dachaufgang, hier sieht man auch den Staub dazwischen, den muss ich nochmal irgendwie wegputzen. Also hier drunter war die Luke. Jetzt fange ich hier an mit dem größeren Mittelteil. Die Ecke habe ich auch schon gebaut und die Kurve hier auch. Die Platte kriegt langsam ein bisschen Stretch durch die Steine. Hier habe ich ganz viele von diesen Eierkuchen gebaut. Sieht dann von außen so aus. Muss ich mal gucken, wie es dann auf dem Set aussieht. Auch mit dem Übergang, aber ansonsten
Baue ich jetzt einfach mal das hier vorne, dass ich mal sehe, wie das dann aussieht. Und zeige euch dann mal, wie das beim nächsten Mal auf dem Modell aussieht. Oder vielleicht auch nochmal hier auf dem Tisch, muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ich bin dann jetzt auch schon mit dem Dachgeschoss fertig. Sieht von vorne jetzt sehr simpel aus, also zweimal diese Eckteile gespiegelt. Hier ist der Aufgang, hier sind die Liegen mit den zwei Sonnenschirmen. Das Blumenbeet vergrößert. Von der Seite habe ich hier, so, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, hier Mauersteine verwendet. Hier geht das Ganze so im Zickzack über den Balkon und hinten nur in Grau, maximal unspektakulär. Ich setze das Ganze jetzt mal auf das Gebäude drauf. So steht das Gebäude jetzt in seiner vollen Pracht. Da, das Dach ist drauf. Ich gehe mal ein bisschen runter. Von der Fassade sieht das Ganze jetzt, finde ich, ganz cool. Man sieht hier links diese Mauersteine, wo da so vereinzelt ein bisschen sind. Von vorne natürlich sehr, sehr viel von diesem Dark Orange. Ich finde, es sieht echt gelungen aus. Auch das Dach, wo ihr habt es ja gerade eben erst gesehen, ist komplett drüben. Hier die Seite auch mit dem Balkon. Ist eigentlich so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Finde ich, sieht alles ziemlich cool aus, auch mit den Mauersteinen. Wenn wir wieder reingehen. Doch, ich bin sehr zufrieden. Ich baue jetzt noch das erste Obergeschoss um, mit dem kleinen Dino. Ansonsten war es das jetzt mit dem Fazit, aber ich verabschiede mich noch nicht, weil ich ja noch den Umbau mache. Wie schon am Anfang erwähnt, habe ich mal aus einem Lego-Magazin diese kleine Brutstation für diese kleinen Baby-Raptoren rausgeholt. Das wollte ich eigentlich ursprünglich auch mal in das Set reinbauen. Habe das aber jetzt im Bau irgendwie vergessen. Jetzt ist mir das aber wieder eingefallen. Ich versuche das jetzt mal hier irgendwo in dieses Eck mit einzubauen. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt am besten mache, auch platzmäßig, weil so viel Platz habe ich ja nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal die Wände zurückbauen. Ist natürlich immer schlecht, wenn man schon so weit ist. Man Sachen nachträglich reinbaut. Ich baue jetzt das erstmal auf. Sehe mal, was da so dabei ist und was man da wie ungefähr nutzen kann. Und dann zeige ich euch mal, wie dieses kleine Set aussieht und schauen wir mal, wie wir das irgendwie reinbekommen. Das ging jetzt sehr schnell. Sehr kleines Set. Kleiner PC, die Wärmelampe, der Dino mit dem Ei. Kriege ich irgendwie noch rein. Also wahrscheinlich nicht komplett so, wie es jetzt da ist, aber so die Idee mit dem schlüpfenden Dino und so finde ich eigentlich ganz cool. Ich versuche das jetzt einfach mal irgendwie reinzusetzen. Wird schon irgendwie klappen. Also ich muss ehrlich sagen, diese Brutstation da noch reinzubekommen, ohne hier alles komplett umzubauen, ist echt ganz schön schwierig. Also ich bin da gerade auch dran, die irgendwie hier hinzusetzen, dass halt auch noch die Wärmelampe drunter geht. Weil ich da gerade auch irgendwie am Schauen bin, dass ich die vielleicht irgendwie abhänge. Ich schaue noch, wie ich es gelöst bekomme. Ist momentan ein bisschen schwierig, also habe ich mir deutlich leichter vorgestellt, und dass ich jetzt hier alles rausfließe. Ich wollte mir mal so ein kleines Update geben, wie es jetzt so aussieht, bevor ihr es dann fertig seht. Aber irgendwie kriegt man das da schon rein. Ich habe jetzt so ziemlich die einzige Lösung gewählt, die ich wählen konnte. Ich habe hier, also hier war auch noch so ein kleiner Round, ein kleiner Round-Teil, heißen die, glaube ich, drin. Die habe ich ersetzt durch dieses Weiße. Habe das dann aufgesetzt, weil ich nicht, also da war dann diese Orangen, die habe ich dann einfach nur einmal einer. Hier oben sitzt jetzt der Kranz drauf mit dem Licht. Als Wärmelampen verdienen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass der jetzt natürlich von der Logik her relativ zügig darüber springen kann, so dem Kleinen. Das ist nicht ganz optimal, aber ich glaube, anders kriege ich es jetzt einfach nicht gelöst. Ich sage jetzt einfach mal, die sind noch lieb zueinander. Die Eier bleiben da, wo sie sind. Ich baue jetzt noch die Wand hier wieder zurück und dann ist das Stockwerk auch fertig. Zeige ich es euch nochmal von oben, wenn es dann voll fertig ist. Oder wenn es dann wieder zugebaut ist. Ich bin mit dem Teil jetzt fertig. Die Fliesen sind hier da alle drinnen.
Die Wände stehen, das sieht jetzt momentan so aus. Die Lampe steht drüber. Hier ist dieser Eier-Tauscher, Dreher, wie ich weiß nicht immer genau, wie man den nennt, was der da soll. Wahrscheinlich Rausgreifer. Hier hinten ist die. Also das ist alles unverändert geblieben. Hier vorne ist jetzt die Flasche hingerückt, da war davor so ein Essensbereich. Was ich auch noch ein bisschen verändert habe, ist hier dieses Pult zur Überwachung von dem kleinen Dino. Da habe ich jetzt die Tastatur, wo bei diesem Beutel dabei war. Also hier die Tastatur hier vorne noch reingesetzt, die Spritze davor hingelegt. Der Rest blieb gleich, das habe ich noch so ein bisschen anders gebaut. Das ist ein bisschen größer aussieht, mehr jetzt aber auch nicht. Die Wände sind wieder hochgezogen, sonst hat sich nichts verändert. Ich würde sagen, ich beende dann auch das Video. Das war der letzte Teil meines Mock-Mod-Umbaus. Das nächste Video wird ein Review zum ganzen Set, wo ich nochmal alles so überfliegend zeige. Ich hoffe, euch hat es so viel Spaß gemacht wie mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wie euch das Dachgeschoss gefällt oder auch der Umbau, wo ich diesen kleinen Dino jetzt noch mit reingesetzt habe. Und ansonsten kann ich nur sagen, lasst mir gerne ein Abo da, drückt auf Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!